Willkommen zurück zu einem weiteren Abschnitt bei Lost Horizon. Fenton hat jetzt den Hai in der Lagune vertrieben und muss jetzt versuchen, bei einem weiteren Tauchgang in den alten Tempel dort einzudringen. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! Das Tor ist wirklich riesig. Und hier unten hat es eine merkwürdige Vertiefung. Die Vertiefung ist nicht sehr groß. Ich kann mit meinen Fingern das Innere abtasten. Hinten scheint eine Art Mechanismus zu sein. Ich habe sicher viele Stärken. Die Luft ewig anzuhalten gehört leider nicht dazu. Ich sehe hier nur Schlamm, sonst nichts. Hier ist nichts außer weichem Schlamm. Sehr unwahrscheinlich, dass ich so das Tor mit der Stange öffnen kann. Außerdem möchte ich die Vertiefung nicht beschädigen. Verdammt, die Luft wird knapp. Ich muss wieder nach oben. Dank dem scharfen Grat der Metallstange konnte ich die kräftigen Schlingpflanzen abschlagen. Auf dieser Steinsäule ist ein kleines Relief zu erkennen. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Ausgezeichnete Idee. Die feuchte Pappe lässt sich sehr gut auf das Relief pressen und würde nach dem Trocknen dessen Form behalten. Aber wer schon mal einen Gipsabdruck gemacht hat, sollte wissen, dass man das Original vorher einfetten muss, damit man die Form später wieder problemlos ablösen kann. Das trockene Schilfbündel brennt sicher sehr gut und würde eine prima Fackel abgeben. Aber es ist taghell, also brauche ich keine. Hier ist nichts außer weichem Schlamm. Ich sehe hier nur Schlamm, sonst nichts. Ich fülle etwas weichen Schlamm in den Krug. Verdammt, die Luft wird knapp. Ich muss wieder nach oben.
Ausgezeichnete Idee. Aber wer schon mal einen... Ich mag große Bäume. Sie strahlen eine gewisse Ruhe und Erhabenheit aus. Als Junge bin ich natürlich gern auf Bäume geklettert. Je höher, desto besser. Aber die Zeiten sind vorbei. Heutzutage nehme ich solche Anstrengungen nur noch auf mich, wenn es wirklich sein muss. Den Ton zu brennen ist eine interessante Idee. Aber solange er in diesem Krug ist, hätte das Endprodukt ja gar keine brauchbare Form. Der Alte ist nicht mehr in seiner Hütte. Er wollte ins Nachbardorf marschieren, um den anderen Bewohnern seines Dorfes zu berichten, dass die Tigergefahr nun gebannt ist. Ein sauberer Schnitt. Jetzt läuft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Mit einem sauberen Hieb glatt durchtrennt. Nun tropft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Ich lasse etwas von dem öligen Pflanzensaft auf das Schilfbündel tropfen. Was für beanspruchte Männerhaut gut ist, kann auch einem verwitterten Stein nicht schaden. Ich öle das Relief mal ein. Perfekt. So kann ich einen brauchbaren Abdruck des Reliefs machen. Die feuchte Pappe passt sich unter festem Druck genau dem Relief an. Und dank dem Pflanzenöl lässt sich die Pappform nach dem Trocknen problemlos wieder lösen. Die Pappe ist bei der Hitze sehr schnell getrocknet und wieder fest geworden. Dank der öligen Grundierung ließ sie sich auch kinderleicht vom Relief lösen. Nun habe ich einen Pappabdruck des Reliefs. Ich habe den weichen Ton in die Pappform gefüllt. Das Feuer ist vielleicht nicht heiß genug, um den Ton richtig auszubrennen. Aber hart wird er hoffentlich werden. Das sollte reichen. Die Pappe ist längst verbrannt und der Ton sieht hart genug aus. Die Form liegt in der Glut und da will ich sie nicht mit bloßen Händen rausholen. Ich habe die Tonform.
passt genau in die Vertiefung. Merkwürdig, dass das Wasser hier nicht eindringt. Es riecht zwar sehr modrig, aber wenigstens kann man atmen. In der Mitte des Raumes steht eine Stele aus Stein. Auf diesem Gemälde ist eine prächtige Stadt zu sehen, in deren Mitte etwas merkwürdig leuchtet. Das muss Shambhala sein. Und die leuchtende Kugel im Zentrum ist wahrscheinlich die Quelle dieser merkwürdigen morphogenetischen Felder, von denen ich auf der Wewelsburg gelesen habe. Hier steht ein runder Stein heraus. Ich nehme ihn mal mit. Hier sind brennende Häuser und viele, viele tote Menschen abgebildet. Auf einem riesigen Berg von Leichen kämpfen Menschen gegeneinander. Sie sehen aber nicht wie Krieger aus, da sie weder Waffen noch Rüstungen tragen. Anscheinend handelt es sich um einfache Bürger, die sich gegenseitig umbringen. Ist das etwa eine Szene, die den Untergang Shambhalas symbolisiert? Die unerklärbare Katastrophe, die Professor Hayes erwähnte? Bei ihm war es aber doch ein Drache, der Shambhala vernichtet hat. Und auch Kim hat etwas Ähnliches aus den Schriftzeichen in dem Kloster übersetzt. Ein Drache ist hier allerdings nicht zu sehen. Die Menschen bringen sich offensichtlich gegenseitig um. Aber warum? Und noch ein herausnehmbarer Stein. Das Gemälde dort oben zeigt einige wenige Menschen, die mit Booten das Ufer eines Meeres oder Flusses erreichen. Vielleicht sind das die Überlebenden, die nach dem Untergang Shambhalas hierher gekommen sind, um den zweiten Portalschlüssel zu verstecken. Das ist ja seltsam. Die Farbe dieses Gemäldes ist zwar teilweise schon abgeblättert, aber einer der Menschen scheint tatsächlich eine moderne britische Soldatenuniform zu tragen. Die gleichen Schriftzeichen wie im Kloster in Tibet. Diese Glasfenster dort oben sind wirklich beachtlich. Sie müssen extrem dick sein, wenn sie dem Außendruck des Wassers so lange standgehalten haben. Aber was noch viel verblüffender ist, solch große Glasflächen konnten meines Wissens nach erst seit dem Mittelalter hergestellt werden. Und der Tempel scheint mir doch deutlich älteren Datums zu sein. Die Farben sind erstaunlich gut erhalten. Selbst kleinste Details kann man immer noch gut erkennen. Das Gemälde stellt offenbar eine Szene dar, die ich aus den Schilderungen von Professor Hayes gut kenne. Eine Gruppe von Hirten und Jägern betritt eine riesige Höhle im Gebirge. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um die Menschen, die vor vielen tausend Jahren den Zugang zu Shambhala entdeckt und sich dort niedergelassen haben. Auch in diesem Gemälde steht ein loser Stein leicht heraus. Die gleichen Schriftzeichen wie im Kloster in Tibet. Was haben wir denn hier? 6 kreisrunde Vertiefungen, die um ein Symbol herum angeordnet sind. Würde mich nicht überraschen, wenn in der Stele das Schlüsselartefakt versteckt ist. Also schön, dann will ich mir das mal näher anschauen. In der Mitte der Stele ist eine kleine Steinplatte mit einem Symbol.
Etwas hat sich in der Stele bewegt. Dass nun in jeder Vertiefung ein Stein liegt, scheint irgendeine Sperre gelöst zu haben. Die Steinplatte lässt sich nicht bewegen. In der Mitte der Stele ist eine kleine Steinplatte mit einem Symbol. Aha, jetzt kann man die Steine nach unten drücken. Vermutlich müssen alle Steine nach unten gedrückt sein, damit etwas passiert. Endlich. Ich habe das Schlüsselartefakt. Aber seltsam. Eigentlich müsste ich mich jetzt doch freuen. Schließlich habe ich 3 Kontinente bereist, um es zu finden. Stattdessen fühle ich mich irgendwie bedrückt. Besser lässt es sich nicht beschreiben. Was zum Teufel soll das? Nach all den Strapazen halte ich den Schlüssel in der Hand, mit dem ich nach Shambhala reisen und Richard hoffentlich retten kann. Doch gleichzeitig quält mich die Frage, ob ich auch tatsächlich das Richtige tue. War es wirklich eine gute Entscheidung, Richard retten zu wollen? Wie viele Menschen sind bei diesem Versuch schon gestorben? Kim, Professor Hayes. Und wie viele werden noch sterben, wenn ich meine Suche fortsetze? Wenn ich die Pforte nach Shambhala öffne? Alles, was ich im Verlauf meiner Reise über diesen Ort erfahren habe, deutet darauf hin, dass dort wirklich eine große Gefahr lauert, die jenseits aller Mythen und Legenden einen durchaus realen Hintergrund hat. Vielleicht liegt es ja an den unheilvollen Darstellungen der Wandmalereien. Oder ich bin nach all den Strapazen einfach nur übermüdet und zögere deshalb. Andererseits steht mir diesmal genug Zeit zur Verfügung, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie muss nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen fallen, wie damals bei den Unruhen im Hafen von Hongkong, als ich Richard ebenfalls retten wollte. Dieses Mal kann ich mein Gewissen nicht mit diesen besonderen Umständen beruhigen. Und dieses Mal steht auch noch eine ganze Menge mehr auf dem Spiel. Kim sagte, dass man Leben nicht gegeneinander aufrechnen kann. Aber mein Fehler damals kostete 8 Menschenleben. Dieses Mal könnten es Hunderte oder gar Tausende sein, dieses Zögern. Ich bin davon überzeugt, dass ich meiner Intuition folgen muss. Und darum führt mich mein Weg nicht nach Tibet, nicht zurück in das Kloster. Ich werde dahin gehen, wo alles begonnen hat, um mich für die schwierigste Entscheidung meines Lebens zu rechtfertigen. Lord Weston. Ja? Mr. Paddock ist zurück. Was? Worauf warten Sie? Lassen Sie ihn herein, schnell! Fenton, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, Sie zu sehen. Lord Weston. Was ist mit meinem Sohn? Lebt er noch? Lord Weston, bitte, es ist nicht so einfach. Ist Richard tot? Wollen Sie mir das mitteilen? Nein, im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass er noch lebt. Gott sei Dank. Brauchen Sie mir Geld, um die Rettungsmission fortzusetzen? Wie kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie es nur. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht. Sehen Sie, ich weiß, wohin Ihr Sohn verschwunden ist. Und ich bin sogar im Besitz des Schlüssels für die Pforte, die zu ihm führt. Das Problem ist, dass ich es nicht verantworten kann, diese Pforte zu öffnen. Was? Was soll das bedeuten? Richard befindet sich an einem Ort im Himalaya, den man Shambhala nennt. Aus irgendeinem Grund ist er in den Besitz eines Portalschlüssels gelangt und hat sich dorthin geflüchtet, als seine Einheit von Nazis angegriffen wurde. Vielleicht konnte er den Nazis nur so den Zugang zu Shambhala verwehren. Dieser Ort birgt nämlich ein Geheimnis, das um keinen Preis in die falschen Hände geraten darf. Das ist mir auf meiner Suche nach Richard bewusst geworden. Der zweite Schlüssel kann Richards Bemühungen nun vollständig zunichte machen. Wenn ich die Pforte erneut öffne, um ihm zu folgen, riskiere ich, dass auch die Nazis nach Shambhala gelangen. Lord Weston, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir den zweiten Portalschlüssel vernichten müssen. Es tut mir sehr leid, aber die damit verbundenen Gefahren sind einfach zu groß. Was reden Sie da? Sie wollen Richard aufgeben? Obwohl Sie selbst gesagt haben, dass er wahrscheinlich noch am Leben ist? Lord Weston, Sie wissen, was Richard mir bedeutet, was ich für ihn aufgegeben habe. Glauben Sie mir, wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, sähe meine Entscheidung anders aus. Ich weiß, es fällt schwer, das zu akzeptieren. Aber bei allem, was ich gesehen und erfahren habe,
kann ich die Verantwortung für eine Fortsetzung der Rettungsmission nicht übernehmen. Ich bin heute hier, um Sie dafür um Verständnis zu bitten. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Sie sprechen vielleicht das Todesurteil über meinen Sohn und verlangen von mir dafür eine Art Absolution? Dann habe ich mich wohl doch in Ihnen getäuscht. Ich dachte nicht, dass es Ihnen am Mut fehlt, riskante Entscheidungen zu treffen. Aber wenn Sie das nicht können, dann muss ich eben jemand anderen bitten, die Aufgabe zu Ende zu bringen. Es tut mir wie gesagt sehr leid, Lord Weston. Aber mein Entschluss steht fest. Ich werde den Portalschlüssel vernichten. Ich fürchte, diese Entscheidung liegt nicht mehr in Ihren Händen, Paddock. Was ist hier los? Sie kooperieren mit den Nazis, Gouverneur? Ich hatte keine Wahl, Fenton. Herr Kleist gab vor zu wissen, wo Richard ist, und versprach mir ein Lebenszeichen. Ich war skeptisch, aber ein Vater klammert sich an jeden Hoffnungsschimmer, sei er auch noch so klein. Insgeheim vertraute ich allerdings darauf, dass Sie mir Richard Leben zurückbringen und ich die Zusammenarbeit mit den Nazis schnell wieder beenden könnte. Doch jetzt muss ich feststellen, dass ich leider auf das falsche Pferd gesetzt habe. Sie begehen einen unverzeihlichen Fehler, wenn Sie den Nazis den Portalschlüssel überlassen. Ich bin gewillt, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Begleiten Sie mich zum Flughafen, Paddock. Sie haben eine Verabredung in Tibet, die Sie nicht verpassen sollten. So sehen wir uns also wieder, Herr Paddock. Küss die Hand, Frau Gräfin. Sie werden doch nicht etwa dem unwiderstehlichen Charme von Fenton Paddock erlegen sein. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass Sie mich nicht in Hongkong getötet und das Schlüsselartefakt an sich genommen haben? Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, lägen Sie tatsächlich längst mit einem Loch zwischen den Augen in Ihrer erbärmlichen Baracke. Das dürfen Sie mir glauben. Ihr Glück, dass Ihre Suche nach dem Schlüsselartefakt erfolgreich war und Sie es als Erster in den Händen hielten. Vielleicht haben Sie ja die Energie, die dabei auf Sie übergegangen ist, gefühlt. Aber Ihnen war sicher nicht bewusst, dass Sie nun als Einziger befähigt sind, das Artefakt zu benutzen. Heißt das etwa, dass Sie die Pforte nach Shambhala ohne meine Hilfe gar nicht öffnen können? Exakt. Besser hätte ich es selbst nicht auf den Punkt bringen können, Herr Paddock. So steht es in den Überlieferungen, die unser Orden seit Jahren zusammengetragen und studiert hat. Und Sie glauben ernsthaft, dass ich Ihnen diesen kleinen Gefallen tue und das Artefakt benutze? Dass ich die Pforte für Sie öffne? Aber selbstverständlich. Daran besteht kein Zweifel. Dann muss ich Sie leider enttäuschen, Werteste. Von mir aus können Sie mich foltern oder töten, aber ich rühre keinen Finger. Falls ich tatsächlich Ihre einzige Option bin, so endet Ihre Expedition hier. Sie sollten sich kein vorschnelles Urteil bilden, wenn Sie noch nicht alle Fakten kennen, Herr Paddock. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass Sie bereit sind, Ihr eigenes Leben zu opfern, wenn Sie uns dadurch den Zugang nach Shambhala verwehren können. Aber wie sieht es mit dem Leben Ihrer kleinen Freundin aus? Kim? Ich glaube, das war ihr Name. Das junge Fräulein hatte viel Glück. Mehr Glück jedenfalls als mein treuer Leutnant Grasser, der die Lawine bedauerlicherweise nicht überlebt hat. Jetzt seien Sie doch nicht so niedergeschlagen. Sie sollten sich über das Wiedersehen freuen. Immerhin haben Sie nun ein Menschenleben weniger auf dem Gewissen, Herr Paddock. Zumindest, falls Sie sich doch noch kooperativ zeigen. Ersparen Sie mir bitte die Schilderung der Konsequenzen, die eine fortgesetzte Weigerung Ihrerseits für das Wohlbefinden Ihrer Freundin haben würde. Ich denke, Sie verfügen über ausreichend Fantasie, um die richtige Entscheidung zu treffen. Geht es dir gut, Kim? Ja. Nun? Gut. Sie haben gewonnen. Lassen Sie sie laufen und ich werde das Artefakt benutzen. Ich würde Ihnen diese Bitte liebend gern gewähren. Aber wer garantiert mir, dass ich die Hilfe Ihrer Freundin trotz aller Studien nicht doch noch benötige, wenn wir erst in Shambhala sind? Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass ich diesem Wunsch deswegen leider nicht stattgeben kann. Also schön. Was muss ich tun? Legen Sie das Schlüsselartefakt in die Vertiefung auf der Stele. Wir sehen uns auf der anderen Seite in Shambhala.
Fenton, wach auf! Was? Komm zu dir! Mach die Augen auf! Wie? Richard? Richard, bist du das? Die Reise scheint dich ja ganz schön mitgenommen zu haben. Natürlich bin ich es. Aber was ist mit dir? Du siehst ja aus wie ein Gespenst. Dankeschön. Die erste Begegnung seit langer Zeit und dir fällt nichts Besseres ein, als über Äußerlichkeiten zu meckern. Ich verstehe nicht. Offensichtlich ist dein Sinn für Humor noch unterwegs. Also schön, dann Spaß beiseite. Willkommen in Shambhala. Nur zur Erinnerung, du wurdest zusammen mit einem Trupp Nazi-Soldaten und Wuangs kleiner Nichte hierher teleportiert. Kim, wo ist sie? Sie ist zusammen mit den Nazis im Zentrum Shambhalas gelandet, während du mit etwas Glück und dem Einwirken der Hohe Priester von den restlichen Eindringlingen getrennt wurdest. Hohe Priester? Also gibt es immer noch Menschen in Shambhala? Nein, im gegenwärtigen Shambhala nicht mehr. Von den paar Nazis, dir und Kim einmal abgesehen. Von welchen Priestern hast du dann gesprochen? Und was ist mit dir passiert? Das führt uns zurück zu deiner Frage nach meinem merkwürdigen Erscheinungsbild. Das erste Schlüsselartefakt brachte mich ins Shambhala der Vergangenheit. Offenbar wollten sich die Priester, die nach Verlassen Shambhalas im Kembalung-Tal geblieben sind, zumindest die Möglichkeit offen halten, in diese Zeit kurz nach dem verheerenden Bürgerkrieg zurückzukehren. Frag bitte nicht, wie genau das alles möglich ist. Das hier ist einfach ein ganz besonderer Ort. Ja, ich habe von dieser mysteriösen Kraft in sogenannten morphogenetischen Feldern gelesen. Auf solche Begriffe gebe ich nichts. Sie erwecken nur den Anschein, etwas zu erklären, das man nicht erklären kann. Die Hohe Priester bezeichnen Shambhala als das Herz der Welt, wobei sie nicht ein organisches Herz meinen, sondern eher so etwas wie die Seele. Wenn du es aber technischer oder wissenschaftlicher betrachten möchtest, dann kannst du dir die Energie dieses Ortes tatsächlich als das vorstellen, was alle Organismen dieser Welt individuell ausmacht. So wie jeder einzelne Mensch eine Seele hat, die ihn zu dem Menschen macht, der er ist, so hat auch jede Spezies eine Seele, die sie zu der Spezies macht, die sie ist. Und die Summe des Ganzen, quasi die Weltseele, findest du hier. Es tut mir sehr leid, aber das ist mir zu hoch. Das geht mir ähnlich und ich bin schon ein paar Tage länger hier als du. Ich glaube auch nicht, dass wir es jemals vollkommen begreifen können. Nimm es einfach als Fakt, dass alle Lebewesen, also auch alle Menschen, durch eine kaum spürbare Energie miteinander verbunden sind. Kaum spürbar? Sehr sensible Menschen können sie spüren und sie sich zunutze machen. Denk an Hypnotiseure oder Telepathen. Aber natürlich werden auch alle anderen Menschen davon beeinflusst. So ist instinktives Verhalten nichts anderes als das unbewusste Handeln nach einem Muster, das in diesem Energiefeld festgeschrieben ist. Natürliche Triebe oder auch Phänomene wie Massenpanik oder Massenhypnose lassen sich mit dem Wirken dieser Energie erklären. Klingt ja alles ganz interessant, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, was die Nazis hier wollen und welche Gefahr von diesem Ort ausgeht. Nun, in diesem Energiefeld werden alle Errungenschaften, die eine Spezies hervorbringt, auf ewig festgehalten. Stell es dir einfach vor wie ein gigantisches Archiv, in dem alles aufbewahrt wird, was Menschen jemals erforscht, entdeckt oder entwickelt haben. Ah, jetzt dämmert's mir. Wissen, das anderswo auf der Welt längst in Vergessenheit geraten ist, wird in diesem Feld konserviert. Ganz genau. Und hier im Zentrum dieses Feldes läuft alles zusammen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist der Einfluss der Energie so stark. Shambhala birgt die Quelle des angesammelten Wissensschatzes. Und auf den haben es Gräfin von Hagenhild und ihre Nazischergen abgesehen. Aber genau darin liegt die ungeheure Gefahr. Denn wer weiß schon, auf welche längst vergessenen Erkenntnisse die Nazis stoßen, die sie dann zu ihrem Vorteil nutzen würden. Das meine ich nicht. Die Nazis könnten all das Wissen gar nicht für politische oder kriegerische Zwecke missbrauchen. Der enorme Einfluss, der hier im Zentrum auf den Geist eines Menschen einwirkt, ist schlicht und ergreifend nicht zu beherrschen. Die Menschen besitzen wohl noch nicht die Reife, mit diesem Geschenk umzugehen. Schon die Priester zu Urzeiten sind gescheitert. Dann hat also dieses Energiefeld die Bewohner Shambhalas dazu gebracht, sich in einem Bürgerkrieg gegenseitig umzubringen? Richtig.
Wie das? Der Geist eines Menschen wird einer außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt, wenn er in konzentrierter Form all das verarbeiten soll, was sich seit Anbeginn der Menschheit von ihr in diesem Feld angesammelt hat. Außerdem sind auch noch andere Kräfte am Werk. Das Archiv der Menschheit beschränkt sich leider nicht auf Entdeckungen und Erfindungen. Neid, Missgunst und Hass zum Beispiel definieren die Spezies Mensch genauso und üben einen entsprechenden Einfluss hier in Shambhala aus. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, können einzelne Begriffe das Phänomen nicht umfassend erklären. Aber wenn das alles stimmt, was du sagst, warum warten wir da nicht einfach ab und lassen die Nazis in die Falle tappen? Sobald sie die Wissensquelle anzapfen, drehen sie durch, ich hole Kim da raus und wir schauen gemütlich zu, wie sich die Nazis gegenseitig umbringen. Im Prinzip hast du recht. Aber? In meiner Zeit bereiten sich die überlebenden Priester Shambhalas gerade darauf vor, Shambhala zu verlassen. Um die Quelle vor Missbrauch zu schützen, erzeugen sie durch eine Zeremonie eine Art Kraftfeld. Dieses Kraftfeld erlaubt es nur noch dem Träger eines bestimmten Amuletts, die Quelle zu nutzen. Das Amulett wird nach der Zeremonie in drei Teile geteilt und in den Tempeln der drei einst herrschenden Priesterkasten versteckt. Hey, das ist ja noch besser. Dann kommen die Nazis ja ohnehin nicht an die Quelle des Feldes heran. Solange das Kraftfeld aktiv ist und sie das Drachenamulett nicht besitzen, können sie nichts ausrichten. Allerdings haben sie damit begonnen, Sprengladungen zu platzieren, die das Kraftfeld zerstören sollen. Eine Sprengung müssen wir aber unbedingt verhindern, Fenton. Wir wissen nicht, ob sie die Quelle und damit das Feld in irgendeiner Art beeinflusst. Eine Störung des Feldes könnte katastrophale Auswirkungen auf alle Lebewesen dieses Planeten haben. Du siehst, wir müssen schnell handeln. Wir? Ich denke, du sitzt in der Vergangenheit fest. In der Tat, aber ohne meine Hilfe wirst du die drei Amulettteile nicht finden. Wir haben ab jetzt eine Art Verbindung, die die gewaltige Zeitspanne zwischen uns überbrückt. So können wir gemeinsam die drei Tempel der Priesterkasten durchsuchen. Zwar sind die Amulettteile in meiner Zeit noch gar nicht versteckt, da die Priester die Zeremonie zur Beschwörung des Kraftfeldes gerade erst durchführen, aber vielleicht kann ich dir auf die eine oder andere Weise behilflich sein. Okay, aber verrate mir bitte noch, was ich dann mit dem Amulett eigentlich genau anstellen soll. Du überwindest damit das Kraftfeld und benutzt die Macht der Quelle, um die Nazis von hier zu vertreiben. Gibt's auch einen Plan B? Keine Sorge, ich werde dir helfen, wenn du das Drachenamulett erst einmal gefunden hast. Also schön, legen wir los. Du sagst es, das Schicksal der Welt liegt wohl allein in unseren Händen. Richard ist wieder verschwunden. Oder besser gesagt, seine geisterhafte Erscheinung hat sich in Luft aufgelöst. Dann will ich mal den Stand der Dinge zusammenfassen. Richard befindet sich 10.000 Jahre in der Vergangenheit. Die Bewohner Shambhalas haben sich kurz zuvor in einem schrecklichen Bürgerkrieg gegenseitig umgebracht. Nur ein paar wenige Priester überlebten das Massaker. Um zu verhindern, dass dies noch einmal geschieht, beschworen die Priester ein Kraftfeld um die Quelle der morphogenetischen Felder. In der Gegenwart befindet sich Gräfin Hanna von Hagenhild, zusammen mit ihren Nazi-Soldaten und Kim im Zentrum von Shambhala und will dieses Kraftfeld in Kürze sprengen. Um das zu verhindern, muss ich drei Teile eines Amuletts finden. Damit kann ich das Kraftfeld überwinden und die Macht der Quelle nutzen, um die Nazis von hier zu vertreiben. Jedenfalls ist das Richards Plan. Na schön, dann schaue ich mich hier mal um. Vielleicht kann mir Richard ja tatsächlich bei der Suche nach den drei Amulettteilen helfen. So, damit ist Kapitel 6 abgeschlossen. Kapitel 7 ist jetzt hier in Shambhala, soweit ich weiß, das letzte Kapitel. Ich werde hier jetzt Pause machen und wir schauen uns in einer weiteren Runde dann das letzte Kapitel an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.